Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Folge 368. Jo, mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe vergessen, die Folge 368 aufzunehmen. Ich habe die Folge 369 schon aufgenommen und die Folge 370. Nun habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt, was jetzt nicht irgendwie so ein großer Bruch in der Geschichte hier ist. Was wir irgendwie mit unserem Gewissen vereinbaren können, was wir jetzt hier so als Zwischenfolge reinschieben, ohne den ganzen Handlungsstrang zu gefährden. Und da werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen an dem Leuchtturm weiterbauen, die eine Folge lang. Wundert euch nicht, der wird dann wahrscheinlich in der Folge 69 und 70 wird der dann nicht so gut, noch nicht so hoch sein. Aber in der Folge, nein, warum bleibt der hängen? In der Folge 371, da wird er dann schick sein. So, jetzt müssen wir aber, bevor wir hier, naja, ganz runter wollte ich eigentlich nicht. Wäre ich hier gleich mal angegriffen. Hey, 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 mein Freund. Ich will doch nur... Oh. Sammeln. Ich will ja nur mal kurz schlafen hier. So, sehr schön. Wir werden jetzt also an dem Leuchtturm weiterbauen. Eine Folge lang. Werden wir den ein bisschen größer machen. Und in der Folge 371 wird man das dann sehen. Das Ergebnis im Hintergrund wahrscheinlich. 33 Punkte haben wir. Wir gehen hier gleich mal hoch und bauen jetzt mal ein bisschen am Leuchtturm. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der direkte Anschluss an die Folge 367, sondern so eine Art Zwischenfolge. Da kann man ja mal machen, sowas. Ja? So, wir brauchen jetzt ein bisschen Netherstein. Dann brauche ich ein paar Stickies. Und ein paar Leitern. So viele. So, machen wir uns mal ein paar Leitern. So. Und so. 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 Und so. Klack. 15 Leitern, reicht das? Klack. Klack. Mal gucken, wie weit wir kommen mit unserem schönen Turm, ohne abzustürzen. Okay, wenn wir mal uns nach oben begeben, haben wir denn Glowstone dabei? Glowstone haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut, dann fangen wir mal an, nach oben. Und die Schleichentaste nicht vergessen. Juhu. Aua, da geht's ja schon los. Oder könnt ihr mir jetzt hier mal bei meinen, eine Folge lang, bei meinem lebensmüden Ton rein hier mal zugucken? Oh, so, jetzt habe ich schon mal die Schleichentaste gedrückt. Jetzt brauchen wir Birkenholz. Juhu, Birkenholz. So, lieber UFO-Mann, und jetzt fall bloß nicht hier runter, ey. Fall bloß nicht hier runter. Bam, bam. Glücklicherweise kann man auch springen, wenn man die Schleichentaste gedrückt hält. Oh, hier müssen wir aufpassen. Und ganz wichtig, ich darf jetzt nicht vergessen, ich darf nicht mit der Axt arbeiten. Und irgendwas weghacken, was unter mir ist. Achso, warte mal. Wir können natürlich auch gleich mal, wenn wir schon mal hier sind, uns die Gegend mal ein bisschen von oben angucken. Ah, ich finde ja total cool diesen Nebeleffekt. Wenn die Ferne so im Nebel verschwindet. Guck mal, da sieht es aus, als wenn da eine ganz interessante Höhle ist, wo wir noch gar nicht waren. Vielleicht sollten wir da jetzt mal hingehen. Würde mich ja eigentlich mal interessieren, das unendliche Meer, die Wolken ziehen. Wir sind ja schon fast auf der Wolkenhöhe, Junge, Junge. Da ist jetzt die große Frage, wa? Ob wir hier... Guck mal, da kommen wir sogar ran von hier aus, oder? Na. Oh, Gott sei Dank die Leiter. Oh Mann, ey, Junge. Ohne die Schleichentaste wäre ich ja jetzt wieder aufgeschmissen gewesen. Warte, was, irgendwas hat doch da eben noch gefehlt. Ach, Redstone, okay.
So, gehe ich nur hoch oder gehe ich in die Höhle? Nein, ich habe mir vorgenommen, diese Folge nur am Leuchtturm zu bauen, damit auch die... Ach, die Leiter brauche ich noch. Damit auch die mal was eine Freude haben, die gerne in schwindelerregenden Höhen spielen. Geht natürlich nicht. Geht natürlich nicht. Komm schon hoch hier. Ja, so. So. Nein! Ach nö, ich habe da die Schleichentaste gedrückt. Siehst du, ich bin gleich wieder tot. So. Oh, 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 okay. So, wollen wir hoffen, dass es diesmal hier mit meinem Ton ein bisschen besser klappt. Ich bin ja immer noch am Rumtarieren. Mit der Mikrolautstärke und mit der entsprechenden, mit dem Abstand, damit wir nicht so viele Plop-Geräusche hier haben. Mit dem entsprechenden Abstand vom Mund und vom Winkel unterm Mund, also Richtung Kinn. Damit wir die Übersteuerung hier ein bisschen begrenzen. So, schön die Taste drücken, UFO. Schön die Taste drücken, so. Jetzt können wir aber trotzdem springen. Ja, so. Und weiter geht's. Da, 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 da. Da, da. Also die Höhle da hinten, die interessiert mich ja wirklich, ey. Und nächste Folge oder eine Folge 372 habe ich wahrscheinlich schon wieder vergessen, dass da eine Höhle ist. Von rechts wegen müsste man eigentlich gleich heute da gucken gehen. Naja, ist egal. So, guck mal, wie schön das hier passt. So, jetzt gleich hier hochspringen. Ups. Ups, so. Oh Gott. Wir können natürlich auch gleich noch, warte mal, die fehlende Leiter da anbringen. Siehst du, da fehlen schon wieder ein paar. Es geht immer so schnell. So, 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 okay. Bam, bam, bam. Das wär, ich meine, der soll ja jetzt nicht ein Wolkenkratzer werden. Es soll ja nur eine Markierung werden, die wir von Weitem hier mal sehen, falls wir mal von weiter wegkommen. So, da kann ich ja jetzt auch mal ein bisschen rumphilosophieren. Warte mal, machen wir mal so rum. Am liebsten laufe ich ja immer vorwärts. Dann machen wir es mal so. Ja, ich habe ja schon überlegt, ob ich hier den selbst auferlegten Freitod wähle. Da habe ich so überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich will doch schon wirklich gerne wieder nach Upotopia. Wenn ich jetzt einfach, mein Spawnpunkt ist ja in Ufotopia, ach, hatte ich letztens, glaube ich, schon mal erzählt. Oh Mann, UFO. UFO, warte mal. Hier? Ist der richtig? Ja. Oh, das ist natürlich auch hier ein sehr geiles Lied. Everybody poops. Auf Deutsch so viel wie jeder Mensch. Jeder poopt. Cooler Text, wa? Jeder poopt. Und jetzt der Refrain. Jeder poopt. Jeder poopt. Jeder poopt. Jeder poopt. So, noch eine Runde höher. Ja, und dann, wenn ich jetzt mein ganzes Zeug in die... Ach, dieses Lied leckt mich jetzt total ab. wenn ich... Bap, 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 everybody poop. Everybody poops. In die Endertruhe, wenn ich ja alles reinlege, was irgendwie wertvoll ist, und mich dann ausziehe, nackig, alle Waffen, alles ablege, vorher noch meine Zauberpunkte anlege, was Schönes verzaubere, und dann hier von dem Turm zum Beispiel runterspringe und sterbe oder irgendwie spektakulär in eine Lava reinspringe, dann würde ich ja in Ufotopia wieder spawnen und dann könnten wir da weitermachen. Dann könnte ich ja ein bisschen bauen, könnten wir da weiterspielen. Aber hier, oh, jetzt bin ich aber, obwohl ich die Taste gedrückt habe, sehr eigenartig. Oh, guck mal, da habe ich was vergessen. Jetzt,
ich mal kein Risiko eingehen? Mache ich einfach mal mit der Spitzhacke, ist egal. Mit der Spitzhacke, ja. Und, ey, nicht runterfallen. Ich habe die Schleichentaste gedrückt, mein Freund. So, oh, jetzt geht mir auch schon ein bisschen die Muffe hier. Ist schon sehr hoch. Eieieiei. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja, und dann hätte ich das ja alles umsonst gebaut, wisst ihr? Weil das soll ja... Pupsdorf zum Beispiel würde in Vergessenheit geraten. Ich würde hier wahrscheinlich nie wieder herkommen. Ursprünglich war es ja nur die Suche nach einem Weihnachts-Winterbiom, wo ich so eine Schneehütte bauen wollte, aber auch nur über die Feiertage und vielleicht im Januar noch. Die Zeiten sind ja schon vorbei, jetzt ist ja schon Frühling so langsam. So, sehr schön. So, jetzt machen wir uns mal einen schönen... Also ich würde mal sagen, das reicht mir jetzt hier von der Höhe. Oh ja, das reicht mir. Das reicht mir hier als Leuchtturm. Er steht ja immerhin auf einem riesig großen Berg. Da mache ich mir jetzt mal hier einen Fußboden rein. Wollen es nicht übertreiben. So. Hey du. So, und jetzt möchte ich eigentlich, dass der oben eine Müh breiter wird. Dazu muss ich mir aber noch Stufen bauen. Muss ich nochmal runter, wa? Na, warte mal. Also wenn wir jetzt mal runter, da brauche ich ja nicht die Schleichentaste drücken, hoffe ich mal. Oder? Oh. Ja, und da bauen wir uns jetzt mal ein paar Leitern. Die will ich da oben ranbauen. Ich hoffe, ich falle nicht runter. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr riskant. Schon fast ein Stunt. Apropos Stunt, kennt ihr noch die Serie Colt Sievers? Über den Stuntman? Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Stunts gemacht hat. Mehr so nebenbei. Hauptsächlich hat er ja irgendwie... Oh. Ah, ich werde mal oben schlafen. Hey. Oh, oh. So. So, jetzt könnte ich eigentlich mal schlafen, mit den Wolken schon sehr nahe. So. Hoffentlich fahren wir jetzt nicht runter, wenn wir aufwachen. Ach du Scheiße. Ja, das war aber knapp. Ich sag euch, das ist echt eine Aktion hier. So, und jetzt will ich eigentlich hier am Rand, wenn ich jetzt Stufen anbauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt darf ich auf keinen Fall die... Okay. Oh Gott. Ist ja was für mich. Ich bin nämlich nicht schwindelfrei. Oh, warum gehst du... Geh mal ein Stück weiter zurück. Oh, weia. Ach du Scheiße. Und jetzt hier rüber noch? So. Okay. Ganz ruhig bleiben, UFO. Ganz ruhig bleiben und schön... Schön stillhalten. Das schaffen wir einmal rum. Noch mehr Verzierung muss da nicht dran sein. Wenn wir das schaffen, sind wir gut. Oh, die Musik, ey, die hört sich schon so an wie... Wie, Alter, du stürzt gleich ab. Oh Gott, Mama. So, hier rüber. Und bloß nicht die Schleichentaste loslassen. Das wäre echt verhängnisvoll. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, hier oben würde ich ganz gerne Glas einbauen. Müssen wir mal gucken. So, jetzt nochmal ein bisschen vor. So. So, gleich sind wir fertig. Oh, mein Finger schläft gleich ein. Der ist jetzt so krass darauf gedrückt, der ist richtig verbogen. So, komm, komm, noch ein Stück. Los, komm, das schaffst du, ja. Noch ein Stück da lang. Ja, bitte. Okay, gleich haben wir es. So, und jetzt nach vorne. Oh, Gott sei Dank. Fällt mir jetzt aber ein Stein vom Herzen.
So, machen wir jetzt eine Redstone-Wand oder was machen wir jetzt? Glasscherben. Wo bekomme ich jetzt Glasscheiben noch her? Ich würde mal sagen, wir machen mal aus Netherstein jetzt hier so eine Kante vielleicht. Gut, wir hätten natürlich auch Nether-Dingsbumse nehmen können. Guck mal, die Wolken, wie geil. Wir können schon fast anfassen, die Wolken. So, und jetzt will ich hier eigentlich rundherum Glas haben. Dazu müssen wir aber nochmal runter, um Glas zu holen. Oh, 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 oh. Oh, Gott sei Dank. Haben wir hier noch Glas? 20 blaue, reichen die hier oben? Ich glaube nicht, wa? Doch eigentlich mehr weißes oder rotes Glas wäre doch cool. Können wir jetzt auf die Schnelle noch rotes... Oh, hier ist ja noch so dünn. Können wir jetzt auf die Schnelle noch rotes Glas herstellen, frage ich mich. Ich glaube, wir haben alles weggepackt, wa? Alles weggepackt. Unseren ganzen schicken Farbstoff. Es sei denn, wir gehen mal schnell hinten zu der Höhle. Da könnten wir ja noch... Da ist nichts mehr drin, glaube ich, oder? Oh, wir sind noch nicht abgestürzt. Oh, guck mal, sieht doch schick aus, wa? Viel höher muss der doch nicht sein, oder? Nein! Wir brauchen ein paar rote Blumen. Ich will rosanes Glas da reinsetzen, oder? Gelbes Glas würde auch gut passen. Aber weißes Glas wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig, oder? Und oben will ich dann so eine Art spitzes Dach vielleicht draufbauen. Guck mal, hier sind doch schon rote Blumen. Da könnte ich doch rosanes Glas reinbauen, oder? Würde das denn aussehen? Aber wir könnten auch mal ganz kurz... Wir können ja mal ausnahmsweise, weil ich mich hier so verpatzt habe mit der Aufnahme und eine Folge vergessen habe, könnten wir ja ausnahmsweise vielleicht mal kurz bei der Höhle... Machen wir ein bisschen länger heute. Gucken wir mal kurz da hinten bei der Höhle, die ich ja gesehen habe. Auf dem Weg können wir natürlich diverse Blumen mitnehmen. Und mal überlegen, was war da... Oh. War da... Oh, oh, oh. Nicht, dass ich nachher hier beim Klettern abstürze. Schwerer Kletterunfall. Ufo-Mann stürzte von Bergbiom. Guck mal da, die Höhle. Da können wir doch mal schnell hinten, oder nicht? Was spricht denn dagegen? Dann sehen wir auch gleich nochmal, wie der vom Weiten aussieht, der... Ja, ich weiß, ich habe eine Schere. Ich muss die nicht immer gleich töten. Habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, eine Schere. Nur noch am Killen und Töten und Umbringen. So ist die Gesellschaft. So wird man gemacht in dieser Welt. Zum gewissenlosen Pflanzenmörder. Guck mal, die Höhle da. Ja, guck mal, es war gar keine Höhle. Nein, oder was? Was ist das hier? Doch, es ist eine Höhle. Aber keine wirkliche Höhle mehr, so ein großer... Oh, da alleine könnte man schon wieder was Geiles reinbauen, wa? Junge, ist das cool. Oh, Leute, ey. Oh, cool. Was ist das denn? Das hat man ja gar nicht gesehen von außen. Na, werde ich wohl doch mal die Schere aktivieren. Wollen wir mal nicht so sein. Wenn wir euch mal eures Leibes berauben. Eures Kleides, meine ich. Hallo. So, gib mal her hier. Nee, was ich gerade sagen wollte, ey, da kommen jetzt so viele solche Survival-Sammel-Überlebens-Crafting. Oh, Crafting-Spiele. Hinten würde ich ja auch mal gerne gucken. Der Zombie interessiert mich gerade nicht so. Ist aber auch eine geile Location hier. Gut, hier spawnen die Monster wie die Verrückten. Klar, sehe ich ein. Und was haben wir hier? Ich würde ja da auch spawnen, wenn ich ein Monster wäre. Oh, guck mal hier. Direkter Anschluss zum Meer. Geil. So, hier dürfte eigentlich kein Monster sein, wa? Ist ja cool, ey. So, jetzt muss ich eigentlich durch die Höhle wieder... Oh, nee. Da müssen wir wohl ein Stück schwimmen, würde ich mal sagen. Aua. Wo ist der Leuchtturm? Ach du, da habe ich mir ja wieder eine Suppe eingebrockt hier. Ach du Miet. Oh.
Gut, da müssen wir. Oh, ein Lava. Da müssen wir scheinbar hier rumschwimmen. Oh, guck mal da. Das ist ja eine Art Wüste oder was ist das? Oder ist es die Insel, wo ich schon mal war? Bestimmt, wa? Bestimmt ist das die Insel, wo ich schon mal war. So. Ah, das ist ja Leuchtturm, cool. Hallo, Schaf. Ich hab meine Schere dabei. Du musst mal denn. Ja, ich kann das nicht. Ich kann so andere Dialekte nachmachen, kann ich gar nicht. Kann ich nicht. Andere Dialekte nachmachen, kann ich ja nicht, ey. Da bin ich, glaube ich, zu bekloppt zu, ey. Ich pflück jetzt hier die roten Blumen ein und dann gehe ich wieder zurück in meine Hütte, ey. Alter, so, rote Blumen, ey, da kann ich ja rosanes Gras, Glas machen. Gras, rosanes Gras, alles klar. Na, guck mal, erstmal werden wir dich noch deines Kleides berauben. Zack, danke. Und dann werden wir mal ganz schnell, ein bisschen Sand müssen wir noch abbauen. Komm, ich will mal da reinspringen ins Wasser. Ja, UFO, aber. UFO, der geschickte Schwimmer. Bam, 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 bam. Der Unterschied zwischen Birkenholz und. Ey, hallo? Zwischen Birkenholz und Sand, war es doch wirklich Sandstein, ist doch relativ gering. Na gut, kommt drauf an, was man für eine Textur hat, wa? So. Haben wir denn eine Schaufel bei? Ich muss ja noch Glas brennen. Ach, weißt du was? Wir werden einfach mal hier unsere. Oh, was essen? Wir werden einfach mal hier unsere Resten Eisenschaufel mal aufbrauchen. Die müsste ja fast reichen für das Glas, was wir brauchen. Hat überhaupt nicht gereicht. Noch nicht mal im Ansatz. Gut, dann nehmen wir uns das mal. Ah, nein, warte mal, oder? Nee. Jetzt überlegt, ob ich da eine Fackel hinmache, aber ich bin nicht so schnell. Diesen super schnellen Fackeltrick habe ich nicht so drauf. Wir können ja hier mal. Bam, 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 bam. Das geht ja mal ziemlich schnell mit dem Sand. 31 Sand, weiß gar nicht, ob die da reichen für mein Fenster. Für mein rosanes Fenster, oh, rotes Fenster, was ich da machen will. Kann man eigentlich auch rosa mischen? Klar, da braucht man weiß und rot, wa? Ich will ja eigentlich gar kein rotes Fenster, oder mache ich trotzdem rotes Fenster? Könnte ich ja eigentlich machen, wa? Mache ich einfach ein rotes Fenster. So, jetzt willst du dir ja noch eingesammelt werden? Kollege, können wir da hoch? Wir uns hier vielleicht hocharbeiten. So. Weißt du, dass wir das mitnehmen hier noch? Okay. So. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Erde mitnehmen. Oh, das ist aber eine Aktion hier. Ba 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 ba. Haha, willkommen. Oh, hier muss ich ja nochmal die Spitzaxt benutzen, oder kann ich? Nein, ich will doch nicht die Spitzhacke benutzen. Okay, unvernünftig wie ich bin, gehe ich wieder runter und suche mir einen anderen Weg. Oh, schlafen müssen wir mal schnell. Nicht, dass wir noch Ärger kriegen. So, jetzt fallen wir bestimmt ins Wasser. Everybody poops, ist schon wieder der Ding. Ist das schon wieder Everybody Boops oder was? So, wir müssen ja jetzt unbedingt. Ei, das kann ja auch wieder dauern, bis wir den. Oder wir bauen den dann anderen mal fertig. Jo, wir werden den anderen mal fertig bauen. Ach nee, ich wollte ja eine etwas längere Folge machen. Ach, ist das alles. Ach, ist das alles schwer. Diese ganzen Entscheidungen, die man so tagtäglich zu treffen hat. Hier müsste ja noch Holz drin sein, wa? Oh, was für Essen? Oh, okay, nehmen wir doch. Dann können wir mal die Hälfte von dem Sand da reinschmeißen. Und wie sieht's hier aus? Okay, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und den anderen Hälfte noch. Die andere Hälfte von dem Sand, okay. Gut. Und das muss ich jetzt noch rosa färben, ey. Ich muss das noch rosa, rot färben, oder was? Knochenmehl habe ich nicht. Naja, dann kann ich das ohne rosa färben. Kicken wir mal.
Wie das aus? Ah, guck mal, wir haben schon zwei. Die können wir doch schon mal färben. Mal die Erde wegschmeißen. So. Ah, nee. Da brauche ich ja mehr, wa? Acht braucht man um. Nee. Oder? Neun? Girk. Girk kann ich dazu nur sagen. Und die Blasmusik wieder. Die Blasmusik. Blasmusik. Blasmusik macht uns Spaß. Gut, wisst ihr was? Da werden wir jetzt mal. Die gelben brauche ich nicht. Ich entscheide mich für rot. Guck mal, oh, wie schön rotes Glas. Ey, ist das nicht geil? So, komm, ja. So, jetzt haben wir hier rotes Glas. Ach so, wir müssen jetzt irgendwas hier. Netzerstein brauchen wir vielleicht noch. Die Wolle noch weg. Das noch weg, okay. Das noch weg. Den Sand noch weg und das noch weg. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. So, jetzt gehen wir mal schnell. Na, schnell ist gut. Oder warten wir noch ein bisschen, bis die anderen noch fertig sind. Ich meine, es geht ja relativ zügig, wa? So, jetzt gehen wir mal hoch, mal gucken. Damit wir mal einen Überblick kriegen, wie viel wir da überhaupt von brauchen. Da, hol die Posaune raus und blas doch mal in dein Horn. Blas in dein Horn. Du kannst doch von deinem Nachbarn das Horn mal nehmen und ordentlich reinblasen. So, jetzt. Nicht runterfallen, Ufo. Nicht runterfallen. Oh, jetzt, wenn wir die Dinger hier eingebaut haben, dann haben wir schon eine gewisse Sicherheit hier. Aber die reichen noch nicht mal für einmal drumrum, wa? Oh nein, die reichen noch nicht mal für einmal drumrum. Okay, dann gehen wir wieder runter. Und nicht runterfallen, nicht runterfallen. Erinnert mich an den Otto-Film, wo der in so einem Leuchtturm gewohnt hat in Ostfriesland. Ey! Nicht laut werden, Ufo, nicht laut werden. Oh, eine halbe Stunde Folge. Naja. So, Leute, falls ihr später eingeschaltet habt, nochmal zur Erinnerung, das ist jetzt eine zwischendurch Bonusfolge. Das ist die 368. Aber der normale Handlungsstrang, der in der 367 aufhörte, der geht dann in der 369 weiter. Ist ein bisschen kompliziert. Verstehe ich. Weil ich hatte eigentlich gut, ich hatte ja bei den Folgen dann immer, und jetzt ist die und die Folge, und jetzt ist die und die Folge. Und da hätte ich jetzt alles nochmal nachsynchronisieren müssen und alles nochmal neu rendern mit meinem. Ah, guck mal, 24, aber es reicht immer noch nicht. Alles neu rendern mit meinem Magic-Video-Dings, wo ja bekanntlicherweise eine 30-minütige Folge eine Stunde Renderzeit hat. Und da 4 Stunden zusätzliche Arbeit nochmal, nee. Da baue ich einfach hier am Leuchtturm herum. Man kommt doch ja nicht vor lauter Let's Plays aufnehmen, gar nicht mehr so zum Spielen. Habe ich aber schon öfters mal erwähnt. Ich spiele überhaupt gar nicht mehr normal, weil die ganze Zeit geht irgendwie für meinen Kanal drauf. Mal gucken, ob ich da mal irgendwie was ändern kann. Irgendwann mal da eine andere Strategie noch fahren kann. Aber ich habe ja auch den Fehler gemacht, da irgendwie zu viel zu Let's Playen. Mehr als geht. Ja, man kann ja auch so mal spielen und man muss das ja nicht alles raushauen. So, guck mal. Sieht ja ganz gut aus. Und dann will ich hier, aber dann ist mir der Blick ein bisschen versperrt. Das gefällt mir eigentlich nicht so dolle. Aber ich werde da trotzdem mal die Dinger reinmachen. Ist egal. Ist egal, was soll's. So, und dann kleiden wir die noch ein. Gut, da ist ja Aussicht, ist nur nicht so berauschend. Aber immerhin könnte man jetzt hier so durch noch ein bisschen was sehen. Müsste eigentlich noch eine richtige Plattform oben drauf, habe ich gerade so das Gefühl. Das
Haben wir hier noch was Schickes? Hier haben wir noch. Ah, ne, eigentlich müssen so eine hier noch oben rauf. Ein Rand oder wie? Vielleicht doch nochmal von unten gucken, wie es aussieht. Dumm. Dumm. Ob wir noch eine Reihe Glasblöcke machen? Ja klar, eigentlich schon, weil wenn wir hier die Glowstones haben, dann müssen wir da noch, kommen wir da ran, nein, nein, da kommen wir nicht ran. Oh oh, so, und jetzt springen, 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 oh oh. Oh, oh, oh. Werden wir mal gleich den, warte mal, den Anschlussstein machen, wollen wir da. Ah ne, jetzt mache ich, da kletter ich nochmal hoch, ich will ja da irgendwie so ein Dach machen, was dann nach oben spitz wird. Mal hier rüber. Baba. Oh oh. Genau hier. Guck mal, da hinten schwebt was in der Luft. Das habe ich bestimmt schon mal gesagt. So, weißt du, dass ich hier hochkomme? Genau. Und da oben, da kommt dann irgendwie ein Dach, was nach oben hin spitz wird oder so ähnlich. Ich habe da jetzt noch nicht so die super Vorstellung von. Im Prinzip führt es ja dazu, dass wir noch ein bisschen Glas brauchen. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu laut. Irgendwann wird das alles mal perfekt sein hier. Guck mal, wie ich mich drehen kann. Juhu. Alter, der dreht sich aber schnell. Alter, hast du gesehen, wie schnell der sich dreht? So. Jo, und wir haben wieder neue Abonnenten gewonnen. Innerhalb von 2 Wochen etwa 10 neue Abos. Ja, sowas macht den Let's Player glücklich. Auch die Aufrufzahlen sind wieder so ein bisschen gestiegen. Letzten Monat hatte ich 5000 Aufrufe. Das ist doch schon mal eine Hausnummer. Natürlich dank eurer hilfreichen Glubschomatik. Wie ihr immer so schön glubscht hier. Warten, ist schon alle? Alle schon im Brand, der ganze Sand? Das reicht doch nicht, Mann. Angelika, das reicht doch nicht. So. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar verbrutzeln können. Nee, war, reicht nicht. 8? Brauche ich halt bloß noch einen? Dann komme ich einmal rum oder was? Na, es hat gereicht. Ich bin so glücklich. So, gut. Oh. Wie sieht das aus? Oh, cool. Und eigentlich müssten wir da in der Mitte noch so ein Art. Der muss noch heller leuchten. Da werden wir mal ein paar Zaun. Oh, Zaunfälle hatte ich, glaube ich, unten in der Truhe jetzt, oder? Oder habe ich im Inventar Zaun? Zaun. Ich brauche Zaun. Der Leuchtturm, er wird erbaut. Sehet, kommet und sehet, der Leuchtturm wird erbaut. Der heilige Leuchtturm von Glotzos. Ah, lila hätten wir auch machen können. Lila ist auch geil, oder? Lila ist doch so geil. So, machen wir mal ein paar Zaunfelder, wa? Die brauche ich nämlich für meine Construction da oben. Vorher machen wir uns ein paar Stickies noch. So. Und Zaunfelder waren so, wa? Oder? Nee, es war ja eine Tür, wa? Wenn ich jetzt hier... Ach Gottchen. So. Ah. Mann. 16. Hm. Können wir eigentlich hier noch... Noch ein paar ran schleppen. 20, okay, reicht. 20 reicht. Wisst ihr, da will ich im Endeffekt. Ey, Tür, geh nicht immer auf. Da will ich im Endeffekt dann in der Mitte noch so ein Leuchtobjekt bauen. Irgendwie falle ich jetzt hier schon runter. Nein, ich falle nicht runter. Ich bin so glücklich. So, jetzt aber mein Glas hier mal und schlafen werde ich auch. Wobei, es sieht doch so schön aus. Komm. Hier kommt doch eh kein Monster hoch. Gott sei Dank gibt es noch keine fliegenden. Monster. Guck mal, wie schön. Wir haben noch 18, das müsste doch reichen für die eine Schicht hier noch. Beleuchtung haben wir auch schön. So, ja. So. So habe ich mir das gedacht. Schick. Und hier oben,
Ja, hier in der Mitte, gibt es hier überhaupt eine anständige Mitte? Ist das die Mitte? 1, 2, 3. 1, 2, 1. Oh, guck mal, wir haben echt eine Mitte. Ist ja geil. Wir haben echt eine Mitte. Ist das abgefahren? Und an die Zaunfelder kann ich ja nämlich irgendwie Fackeln ranpinnen, dachte ich mir. Wisst ihr? Dass ich hier erstmal hier so ein Mittelding mache. Und wenn ich jetzt hier im Prinzip so klack, klack mache, könnte ich da... Oder hier, guck mal, noch. Oh, geil. Weißt du, dann machen wir hier noch so ein super geiles, krasses, obercooles Leuchtelement rein. Gut, da könnte ich natürlich auch vier Glowstone drauf machen, dann wäre dieser Leuchteffekt noch stärker. Aber die Fackeln, glaube ich, die flackern ja dann teilweise auch so ein bisschen. Deshalb, damit wir hier ein bisschen verschiedene Lichtsorten haben, werde ich mal da ganz frech. Na los, komm schon, ja. Ein paar Fackeln noch aufstellen. So, guck mal. Jetzt haben wir hier so ein... Oh, ist doch geil. Oder ist doch total abgefahren. Und der soll richtig hell sein. Deshalb stellt... Nein, so machen wir das nicht. Wir machen das kultisch. So machen wir das. Ganz kultisch. Dazu musst du mal raus. Ich weiß, es dauert ein bisschen, weil wir es nicht richtig gemacht haben. So. Guck mal. Wow. Wow. Dass das Ding so richtig schön leuchtet. Aber so richtig schön. So. Guck mal. Guck mal, jetzt haben wir es ja nachts. Jetzt könnten wir eigentlich sogar mal runtergehen und von unten kommen wir hier noch rein. Und von unten mal gucken, wie es leuchtet. Aber gleich mal hier das Schwert schnappen. Weil da sind bestimmt irgendwelche Neider, die das nicht wollen, dass wir das sehen, wie schön das ist. Ba, 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 ba. Oh, schöner Stern. Ah ja, guck mal, der leuchtet doch definitiv da oben, oder? Klar leuchtet der. Ey, Alter, du bist ja echt zu doof, mich zu treffen, wa? Mann, Junge, ey. Üb mal noch ein bisschen schießen, ey. So. Üb mal noch ein bisschen schießen. So. Wenn der Tag heranbricht, dann werden wir diese Folge beenden. Habe ich mir mal so überlegt. So, zeig mal, hier haben wir irgendwas zum Raufklettern. Ich habe ja noch ein bisschen Birkenholz habe ich noch dabei. Das könnte doch funktionieren, wenn ich jetzt hier... Aber eigentlich müsste ich ja jetzt da Treppen raufsetzen, fällt mir gerade ein. Da falle ich ja wieder runter. Oh, 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 oh. Nee, wie mache ich denn das am besten? Mache ich denn das am besten? Hier wollte ich jetzt erstmal Birkenholz drauf machen. Oh, es geht aber weit diesmal. So. Können wir den Rest von unten machen? Ich glaube nicht, oder? Kommen wir da ran? Nee, da kommen wir an den wieder nicht ran. Ach Mist, ey. Ja, hinten kommen wir nicht ran. Dann müssen wir hier uns nochmal hochstecken. Nicht, dass wir nur noch runterfallen, ja? Ping, ping, ping. Komm rein. Ja. So. Nein, das war ein Fehler. Grrrks. Müssen wir nochmal kurz. Zack. Jetzt zack, zack, so. Jetzt wieder. Ah, zack, 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 zack. So. So, jetzt würde ich sogar mal ganz frech. Würde ich ganz frech sogar oben schon dicht machen erstmal. Naja, vielleicht, man muss auch nicht alles dicht machen. Man könnte ja nochmal, dass man da hochklettern kann, kann man eigentlich an Glasblöcke Leitern anbringen. Kann man das?
Nein, das kann man nicht. Okay, wollte ich nur mal wissen. Wollte ich nur mal wissen. So. Jo, da brauchen wir auch noch ein bisschen. Also mit dem Dach muss ich mir noch mal was einfallen lassen. Da bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher, wie wir das realisieren werden. Nochmal gucken von unten. So, die Folge ist vorbei, meine lieben Freunde. Oh, jetzt sagt Nichi, hat sich eine Spinne hier verirrt. Nee, die ist ja ganz weit weg, oder? Die ist ja echt bis hier hochgekommen. Ach so, über den Berg rüber, okay. Die ist ja den Berg hochgeklettert. Ja, Huschka, Huschka, Babuschka, Babuschka. Kennt ihr das Lied von Die Monsters? Ey, ist so geil. Da tanzen die Jungs so ein komisches Lied aus, angeblich aus Transsilvanien. Und dann ist der Refrain ist immer Babuschka. Das ist dermaßen lustig, der Babuschka-Tanz, wo die dann so ganz gefährliche Tänze machen mit Schwertern und so. Ist so geil, ey. Die Monsters Teil 1, echt geil. So. Gut, ja. Sieht doch schick aus, oder? Für einen Neusturm. Bisschen klotzig. Muss auch irgendwie eine schicke Spitze. Sonst eigentlich, dass es nachher so aussieht wie so ein Sendeturm. Das wäre jetzt auch nicht so schick. Warte mal, wir schlafen mal jetzt. So, jetzt werden die gleich wieder alle verbrennen, meine Freunde. Schicki, schicki Mickey. So, wir werden jetzt mal an die Ausgangsposition gehen, wo die nächste Folge dann anfängt. Oh, ein Enderman. Ob wir den kriegen? Ich meine, ich könnte wieder ein Enderauge gebrauchen. Wo ist er denn? Ah, da. Ein Enderauge, vielleicht mit einem Pfeil? Ah, der spawnt sich sowieso mal weg, war der Feigling. Ach, ist egal. Ist der hier unter? Ich höre den. Ich kann nicht hören, ey. Alter, Endermann, ey. Wo bist du? Weg. Gut, wir gehen jetzt mal zur Ausgangsposition. Da wird dann die nächste Folge anfangen, glaube ich. Glaube ich. Okay. Wie kommst du denn hier rein, ey? Oh, mein süßes Hühnchen ist auch noch da. Wie putzig. So, wir fahren mal da. Und wir hier einen einigermaßen Anschluss zur Folge 369 dann haben. So, weil wir sind ja hier ein bisschen in einer Zeitschleife. Und ich glaube, die fängt dann hier an, an der Stelle. So, meine lieben Freunde, an der Stelle verabschiede ich mich dann. Wir sehen uns morgen wieder bei der Folge 369. Das war die vorgeschobene, nachträglich aufgenommene 368. Tschüss, danke fürs Zuschauen und danke für eure Treue dem UFO-Mann-Imperium entgegen. Auf Wiederhören. Meine lieben Kameraden von UFO-Mann World.